Yay! Hallöchen! Stream hat gerade gestartet! Gruß von Marco selbst! Du warst zu früh, Schatz! Du bist zu früh gekommen! Hallo, hallo Raid Alliance! Hallöchen, Odin, hallo Melli, hallo Kiri, hallo Isi. ja, heute ein bisschen verspätet der Start, weil es noch Probleme mit der Xbox Live-Anmeldung gab. Aber ich bin gespannt, wie ich mich schlagen würde. Ich konnte das Spiel hier schon länger nicht mehr spielen, weil es auf meinem Monster-PC ein bisschen buggy ist. Weil ich deswegen jetzt auf der Xbox 360 spiele. Rena, hallöchen! Mittel, ja. Komm, Mittel. Wupp, 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 wupp. Welche geben. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Yetis sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Landcroft, bitte bleiben Sie sitzen. Hier ist Bravo Tango 229. Fastboot-Motor verloren. Versuche, Querfuhrschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmutter reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Ruder bricht aus, verlieren an Höhe. Ja, oh, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Ehrlich, Sip, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern. Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Entzückend. Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz. Viel Erfolg, Jenny. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrahl. Ein Felsen. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. Yay, Spannung! Ja, ich stelle mir gerade vor, wie alle neu dazugekommenen nur lesen, was Melli und durchschreiben und sich denken, wir wären ein Paar. Sehr süß. Stein! Ja, so schwierig ist die Steuerung ja nicht. Muss ich nicht groß testen, sagt sie jetzt noch. Ich finde es süß, wie ein Nord. Doch, du bist meine Stinkefrau. Wir sind doch verheiratet.
Ja, es ist ein kompletter Casual Run. Ich werde auch nicht alle Secrets einsammeln. Bei mir seht ihr Casual Runs, bei Marco dann mit allem anderen. Melly, ich habe heute geträumt, dass ich nach dem Trauma-Team geschrieben habe, weil jemand verletzt wurde in meinem Traum. Okay. Melly hat fast meine ganze Freundin mitgenommen. Oh nö. Funktioniert noch, falls du das meinst. Cool. Yay. Natürlich ist er wasserdicht. Du kannst sogar problemlos damit schwimmen. Außer du isst ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Ich muss mich nur noch mal darauf einstellen, auf die Tastenbelegung, weil die ja auf dem PlayStation-Controller anders ist. Sobald ich mich erinnern kann, ist die auf der Xbox ähnlich wie beim Game Boy. Und die PlayStation ist da irgendwie anders. Ja, nein, nicht runterspringen, Lara. Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Dann sieh nicht auf den Bildschirm. Licht an, genau. Ja, moin. Höhlenerkundungstour. Yay. Ich muss nur herausfinden, wie ich schnell klettern kann, aber das wird mir bestimmt auch gleich gezeigt. Also, und oben ist ein Medipack, rechts ist irgendwie Fernglas. Ja, also was man eigentlich nie benutzt. Und eine Waffe wechseln. Vorsicht! Tief durchatmen, Sip. Sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Hier, Y. Michi Kowalski. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin noch ein bisschen verpennt, nachdem ich letzte Nacht erst gegen 4 eingeschlafen bin. 4 oder sogar 5. Und um 10 wieder aufgestanden, um mich rechtzeitig fertig zu machen. Okay. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Scheiße, ja, ich werde es Waffeln selbst sagen. Gib ihm das Funkgerät. Einfach ein Arschtritt. Hier ist niemand Arschtritt gegeben. Nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Hey, komm her. Ich habe das Spiel schön in Erinnerung, aber wahrscheinlich ist es auch gar ein Problem, dass es auf meinem Monitor einfach gestreckt wird. Wie kann man denn da nochmal hoch? Ey, spring doch! Dann schieben wir mal den Stein hier runter. Ich sehe jetzt noch kein herausforderndes Rätsel.
Das kommt später erst, dieses eine doofe Rätsel. Ich hasse es. Ziehen, okay. Ich schwör's dir. Und dann? Ist er dann rumgesprungen? Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Echt? Dem hätte ich in den Arsch getreten. Wie der eine Dude einfach Alistairs Stimme aus Dragon Age Origins hat. Der Controller ist angeschlossen. Okay. Wahrscheinlich ist die Batterie leer. Würde ich behaupten. Wurde einfach so die Verbindung verloren. Okay, jetzt ist er wieder da. Frag mich nicht, warum der gerade weg war. Im Kampf. Beste Möglichkeit. Hallo Dark. Schön, dass du da bist. Yay. Vielleicht verliert er auch die Verbindung, weil die Batterie schwach ist. Hallo. Ich hoffe, es geht dir gut, Doug. Wie konnte ich nochmal am Seil hoch und runter klettern? Das habe ich noch nicht ganz... Das haben sie mir, glaube ich, nicht gesagt. Ging das hier überhaupt? Hoch und runter klettern am Seil. Ja, etwas übermüdet, sonst geht's mir auch gut. Okay. Ich wechsle mal eben die Batterie und hoffe, dass dann die Verbindungsabbrüche nicht mehr da sind. Kurzes Päuschen. So, bin schon wieder da. Es ist noch nicht ganz richtig. Jetzt sitze ich richtig.
Condola wurde aufgefüllt. Mal sehen, ob es was gebracht hat. Okay, ich dachte, hier kommt noch ein Typ. Oder war niemand? Schade, ich dachte, ich könnte jemanden erschießen. Jo. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und verderben alles. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Ärger. Vermutlich Ärger. Yay! Töte ihn in den Arsch! Gab's hier nicht auch eine Einstellung, wie man die Grafik ändern kann? Nee. Schade. Okay, dann nicht. Das PC-Version, okay. Keine neue Waffe für mich, warum wird's mir da angezeigt? Doch, da. Wer steckt in der Ecke, wo ich es nicht sehe? Jetzt wird mir angezeigt, wie ich klettern kann. Danke. Auf was hast du eigentlich gerade geschossen, Junge? Und er ist halt einfach tot. Bye bye. Oh, BXY. Immer wieder überlegen. Wir hatten hier ein Secret. Daran erinnere ich mich so gut. Ich fand das immer so mega geil versteckt hier tatsächlich. Oh Gott. Das könnte jetzt sehr peinlich werden tatsächlich. Okay, noch nicht. Kein Quicktime. Schön. Zu lange Leitung. Okay, schön. Das könnte peinlich werden. Nein, doch nicht. Doch. Es wurde am Ende doch peinlich.
Warum muss das Seil auch so lang sein? Oder zu kurz? Menulein. So, danke schön. Schön, dass du es geschafft hast. Ja, finde ich auch. Beim dritten Mal. Was ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Spring bitte in die Richtung, in die ich drücke. Da kommen wir wieder zurück, wo wir nicht hinwollen. Yay, Wasserplanschen! Ich finde halt auch, dass es hier unter Wasser echt schön alles aussieht. Schöner als in Anniversary. Irgendwie. Obwohl Anniversary später kam. Leider ja. Schade. Sprinten konnte ich nicht, ne? Nee. Wo ist der Unterschied? Oh, ich hasse diese Rätsel. Gut. Gut, dass ich keine Secrets sammeln muss. Da ist dieses Rätsel nämlich richtig widerlich. Hey. Nicht umhauen. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Wieso halt er so? Okay, meinetwegen. Wieso habe ich immer die Soundbugs? Während Marco nur andere Bugs hat. Nee, auf die andere Seite muss das, glaube ich. Ja, da steht sogar schon eine Kiste drunter. Nun!
Also wird das nix. Yay! Tini hat meine Unterhose. Nein! Mit Marco auch. Ey, hört auf, in meinen Unterwäscheschrank zu wühlen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie beide vor meinem Unterwäscheschublade sitzen. Und die durchwühlen dabei so kichern wie kleine Kinder. Ich würde gerne Unterwäscheschränke. Nun, und du bitte darauf. Schieberätsel, yay. Aber warum nein? Warum geht die Tür nicht auf? Müssen nicht einfach auf allen Platten irgendwelche Sachen draufstehen? Doch. Da stand aber nur nicht richtig drauf. Runterfallen, bitte. Oh, jetzt ist peinlich. Zumindest wurde gespeichert. Okay, es waren nur zwei Knöpfe. Lol. Bist du noch ganz? Ja, und ich atme noch. Solange sie so komplex bleiben, komplex in Anführungszeichen, ist das alles in Ordnung. Hey, sei mal nicht so gemein zu mir. Ich bin der einzige Mensch hier, der dir Fresschen geben kann. Man greift seinen Futterlieferanten nicht an. Musste Jenny auch lernen. Vorhin schon, Jenny, ich mache nur Casual Runs. Nichts mit hundertprozentig Secrets oder sonst was. Ich nehme die Secrets mit, die mir einfallen und die ich sehen kann. Ja,
Aber wenn du sowas wie hundertprozentig willst, musst du bei Makulin gucken. Ich hab dieses Rätsel so gehasst. Wie verflucht dunkel ist dieses Spiel eigentlich? Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Wie verflucht dunkel ist das? Also ich kann mich nicht erinnern, dass das auch in damals, als ich es gespielt habe, so dunkel war. Da habe ich die Lampe eigentlich gar nicht gebraucht. Helligkeit hochstellen. Wie komme ich da rein? Ja, so nicht. Was? Okay. Nee, das war auch nicht, was ich brauchte. Ich muss, glaube ich, erstmal die Helligkeit hochstellen. Nicht den Kontrast hoch. Nur die Helligkeit. Mir muss mich selbst vor Puna speichern. Oh oh. Nö. Armes Millilein. Bringt an Puna vorbei. Halt noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hochkommen soll. Gerade. Warum habe ich das Rätsel damals auch so gehasst? Da kann ich weiter. Und es ist trotzdem, obwohl ich die Helligkeit hochgestellt habe, unfassbar dunkel im Vergleich zur PlayStation-Version. Ja, jetzt wird's lustig. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück!
Großer Gott. Was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht. Lass das Schwert nicht an, schreit sie noch. Meine Eltern auch nie auf ihre Kinder hören. Dann passiert genau das. Mutter! Mutter! Nö, Lara hat ihre Mutter nicht gekillt. Das war diese komische blonde Trulla. Brust für 6! Yay! Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Okay. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Ich weiß noch, wie ich früher da immer runtergefallen bin. Wieso schießt du nicht auf den, der hinter dir steht, Lara? Solange du die Brücke siehst. Was ist denn das? Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Und natürlich gerade in den Momenten schaut Marco nicht hin, um mir zu erklären, was da gerade kaputt ist. Du kennst dich doch viel besser aus mit sowas. Ich sag ja, gerade in dem Moment guckst du nicht hin. In den Zwischensequenzen sind die Bilder teilweise schwarz-weiß und irgendwie sehr kaputt geglitscht. England Croft Manor. Ja, dann guck vielleicht mal zu, Schatz, dann würdest du es auch bemerken. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an? Das ist identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes? Was? Sip, nicht Sips Freund Alistair?
17 so rum. Ist viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sim? Ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Dieser Blick von Sip. Geil. Was dieser sexistische Spruch von ihm. Uff. Zeig jemand Mandy mal die Tür. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet? Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Es kam. Wie mein Mod kann nicht die Tür zeigt. Die Mods machen alles, was sie wollen. Bam, ich verbuggel dich, du Böse. Aber guck mal, wie süß du eigentlich grinst. Yay, ich bin voll happy und so. Ich weiß, dass hier auch irgendwo noch ein Secret lag, aber uff. Wo kann ich gerade nicht sagen. In irgend so einem Häuschen. Yay, prügel mich. Okay, Melly. Wenn wir uns mal begegnen. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Lara, geh, ich komm nach. Genau, Melly. Dir, dass ich in Reichweite bin. Wo kommt der Schuss denn jetzt her? Ach da. Oh, ein Sack gegen den Kot. Dass er keinen erwischt. Schade. Voll in dir. Geschlechtsorgane. Upsi, dachte ich, komme hier hoch. Ist das nicht dafür gedacht? Ich muss da hochkommen. Der Camillo am Senkelladen. Hm.
Ach komm. Wie komme ich da hoch? Ja, so nicht. Muss ich da ein Fass drauflegen? Keine Ahnung, ob das funktioniert. Kiste? Euch kann ich nicht schieben, ne? Euch kann ich treten. Mach du da oben mal, was du willst. Ich trete mir hier eine Kiste zurecht. Jetzt komm schon. Rein da. Frauen gerade so sehr froh, dass ich kein Mann bin. Wieso habe ich das Gefühl, es sollte so nicht sein? Ja, aber das funktioniert nicht. Weil sie nicht mal hoch genug springt. Sie macht ja nur so einen halben Jumpy. Und damit kommt sie dann niemals rein. Nee, offensichtlich nicht, Schatz. Wenn ich mich direkt springen drücke, macht sie es trotzdem nicht. Natürlich bleibe ich davor stehen, weil ich vorhin drüber gerannt bin und sie... Einfach, wenn ich nicht stehen bleibe, rennt sie einfach weiter und springt nach vorne und nicht nach oben. Hält. Kiste vorne drunter. Ja, drauf habe ich es nicht hinbekommen, dass ich drauf oben drauf stehen bleibe, praktisch, die Kiste. Man kann sie auch nicht schieben, ne? Sonst würde ich sie schieben, die Kiste, aber wenn sie sich nicht schieben lässt, kriege ich sie halt. Zwinkern für ja.
Das scheint geklappt zu haben. Yay! Gute Idee, Melly. Nicht runter, einfach laufen. Was soll denn das? Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wo ich hin sollte. Auf der Seite. Ah. Nee. Insoweit springt sie nicht. Dann krabbeln wir halt hier hoch. Diese Türen bekommen wir nicht auf, oder? Doch, kommen wir. Locker. Wie man Türen aber auch nur auftreten kann. Ja, so funktionieren Türen. Ich drehe von der Innenseite an die Tür und sie öffnet sich in meine Richtung. Absolut legit. Ich sehe dich auch. Oh, guck mal. Nimm dir mal den vor, der scheint dich irgendwie besser zu treffen. Ach, geht mir doch nicht so auf die Nerven, Jungs. Hallo, Makulan. Hallo. Nein? Böse, sehr böse. Wenn ich die Post. Herr Nose an. So, nochmal ein Südpazifik-Durchlauf. Ich höre und lese, wenn du also nicht lästern. Okay. Er hat auch Beine, ja. Seltsam, oder? Wieso kann ich nicht im Knien schießen? Wie soll ich die denn jemals kaputt bekommen? Okay, ich sollte sie wahrscheinlich gar nicht kaputt bekommen. Doch man muss doch die Kisten kaputt bekommen. Aber ich kann nicht im Knien schießen. Edward? Aber ich weiß, dass in manchen Kisten Secrets sind. Wie soll das denn gehen? So. Button reindrücken. Gut.
Streamer haben keine Beine. Stimmt, Marco hat Beine. Er ist kein Streamer. Oh oh. Sie haben dich durchschaut. Lauf! Dafür hast du ja jetzt Beine. Okay, geh rein. Geh rein, beschäftigt sie. Was? Ja, mich. Hallo. Moin, moin, ihr Lappen. Oh, hi, Secret. Jana? Oder Ragun? Hallöchen. Yay! Oh Gott. Diese Aktion. Nachti! Ich muss gestehen, ich habe die Motorradpassagen immer schon gehasst. Thank you.
Geht mir aus der Fahrbahn! Oh oh. Hat er reingemusst, oder? Nicht gut. Ich kenne den Weg nämlich nicht mehr. Wir freuen uns hier auf Nepal und die Motorradfahrt. 1,5 Stunden bei Marco. Ja, Marco hat aber auch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Das muss man dazu sagen. Bei Jenny dauert das sicher nicht halb so lang, weil sie den Weg auf Anhieb finden wird. Eben. Weil ich nicht auf sehr schwer spiele. Es hat sich nicht viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Easy Panties, yay! Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Faulpilz. Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda. Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Ja, Manny. Zum Aufknüpfen für besseren Zugang. Ist das Seil gerissen? Yay, junge Lara spielen. Yay! Bin dabei. Wieder, wenn er keine Beine hat. Er hat doch Beine. Marco hat eindeutig Beine eben bekommen. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Nichts, Maddie. Es ging noch um Jenis Easy Panties. Aber wir haben ja gar nicht zum Schießen. Hallo Sarah. Was ist passiert? Das ist passiert wahrscheinlich. Der kahle Chaot sitzt drüben und tut Dinge. Ich weiß es nicht genau. Ich höre ihn ständig tippen. Auf jeden Fall sitzt er drüben. Treten. Stimmt, ich kann treten, oder?
Hebst du das auf? Danke. Darüber und nach links. Er durchsucht so eine Pornhub-Lesezeichen. Ob noch alles da ist, brau. Ragun. Ich glaube nicht so, ich habe alles versucht, aber meine dunkle Magie ist wohl aus. Haben die nicht im Netz alles Mögliche gelöscht? Was? Ich habe mitbekommen, dass sie Trump gelöscht haben. Auf jeden Fall, beziehungsweise Trump auf ihrer Page gebannt haben. Aber was sollen sie denn noch gelöscht haben? Er spielt jetzt Jäger des verlorenen Schatzes auf Pornhub. Okay. Wenn ihr meint. Nein, meine ganzen tollen Videos. Seine Videos? Ich hoffe nicht, dass er Videos dort hat. Wenn doch, will ich sie sehen. Jetzt musst du die alle nochmal drehen. Die, die er sich als später Anton gespeichert hatte. Wenn Jenny mal weg ist. In der Abteilung. Was ist denn hier? Es hat Oscar getötet. Was hat Oscar, no. Das Tor geht nicht auf. Es hat Oscar getötet. Was? Über mir ist ein Loch, du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Wisst ihr, wer Oscar ist? Meine Schwester bekommt doch Zwillinge. Einer davon heißt Oscar. Jetzt ist diese Stelle irgendwie sehr, sehr seltsam. Für mich. Ja, wenn ich was sehen würde, dann wüsste ich, wo ich hin muss. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Weil alles einfach schwarz ist. Es ist dunkel. Ja, also Emil und Oscar werden die beiden heißen. Eigentlich wollten sie total abgefahrene Namen, die sonst niemand hat. Und ich denke mir so, irgendwie sehr altbacken. Es kommt. Verdammt, Lara. Ich bin gleich bei dir. Emil und Oscar. Aber okay. Ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Geh nicht ins Licht. Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! Kent! Wie sie im Raum stolpert. Ja, das war's. Ich dachte, bin tot. Nee, bin nicht tot. Ich weiß nur nicht, wohin. Bin, glaube ich, jetzt tot. Ich sehe halt nichts. Gott, ey, wie? Brauch eine Kugel. Was? Wo krieg ich in die Kugel her?
Okay, da geht's hoch und da ist die Kugel. Einfach springen? Nee, da hängt was, oder? Da hängt eine Stange. Ja, da hängt wohl eine Stange. Aber ich dachte eigentlich an der Decke, nicht unten. Kragu. Offensichtlich geht's dir gut. Ich habe mich letztens noch bei Skunk erkundigt, wie es euch geht. Sie meinte, sie glaubt, es geht euch gut. Wow, Melly. Amanda! Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Blondini. Kein Problem, Blondinis können doch schwimmen. Nein. Um ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stell sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen muss. Liebe Grüße an Jana. Jetzt mal ran da, Diane. Keine Kiste darf überleben.
Aber ich glaube, es bringt nichts, hier die Kisten abzuballern. Moin. Gibst du das bitte auf? Danke. So, dann tauchen wir mal. Das wird lustig. Bin aber ganz froh, dass es hier kaum Tauchpassagen gibt. Hätte nur wahrscheinlich irgendwo Luft holen müssen. Schwimmst du bitte hoch? Ich frag mich nur gerade, wo hätte ich Luft holen müssen? Kisten. Marco Saturi, frech. Fressfeinde, nicht Frechfeinde. Frechfeinde klingt allerdings auch so süß. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Da? Komm ich von da? Ich glaube, ich komme von da. No. Gut, Jenny hat sich nun auch verfranst. Sie macht das Marco nach. Ja, sie schwimmen den ganzen Weg gerade wieder zurück, oder wie? Lol. Oder? Nee. Doch. Schön. Reichfeinde, das passt bei mir ganz gut. Was? Jenny verläuft sich nie. Sie möchte die Gegend erkunden. Genau, ich möchte hier keinen Schatz verpassen. Wo kommen hier eigentlich die komischen Lichter her? Unter Wasser. Lampen. Einfach mal in jedes Loch eintauchen. Und nach Luft schnappen. Besser als keine Luft zu haben gleich. Wieso fließt da unter Wasser eigentlich so eine Strömung? Ich dachte, es sind nur zwei. Ja, nun. Ragone. Raccoons Adventskalender. Marco hat brennende Laras und Raccoon brennende Lampen mit SCH.
der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Doch, ja, manchmal. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Das Spiel ist halt so scheiße dunkel. Und ja, ich weiß, es ist Mimimi, aber trotzdem, es ist es halt. Bin ich von Doombatter nicht gewöhnt, dass es in dunklen Passagen tatsächlich dunkel ist. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab, ein mächtiges Artefakt. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Wie unreif bin ich eigentlich, dass ich bei Titicacasee voll lachen musste? Schon sehr, ne? Aber ich finde, das ist in Ordnung. Du auch, Melly? Schön. Ich bin zumindest nicht alleine unreif. Sehr unreif, wie ein kleines Kind über sowas zu lachen. Das macht doch kein normaler Mensch, sowas. Raccoon? Solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen? Du könntest recht haben. Bestimmt hast du das selbst gemacht. Ich hab voll selbst im Ablachen. Melly! Das lässt sich sicher bewegen. Das ist ein Mechanismus. Was? Ehrlich? Hätte ich ja nie gedacht. Was für eine bemerkenswerte Apparatur. Oh, das ist ziemlich cool. Oh.
Wie sie einfach zwei Sätze gesprochen haben. Kann mir noch mal jemand erklären, was ein Anachronismus ist? Ich will eigentlich jemanden danach googeln, aber ich vergesse es dann doch wieder. Der Titicacasee ist aber auch legendär. Sagt ein normaler Mensch. Ich habe den Rattenmund nie benutzt. Etwas, das nicht in die Zeit passt. Okay. Yay! Marco! Ja, irgendwie schon. Ein unmoderner Mensch, aber auch. Mit K, Melly. Oscar mit K. Bitte. Also wirklich. Yay! Ja, mir geht es ähnlich. Lichtshow, aber falsche Seite. Ich muss, glaube ich, erst die hier öffnen. Melly! Du weißt genau, wie es gemeint ist. Melde gleich so, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Paranormal wären doch Geister oder so. Mein Gedanke, Marco. Marco ist ein Geist? Lapko! Kommt man da schon rüber? Nein. No. Eindeutig nein. Der Labkuraum, yay! Phasmophobia war so lustig. Und jetzt, wo Marco es spielen kann, ohne dass es ruckelt, spielen wir es nicht mehr. Hallo. Hallo. Wieder keine Tee-Pose. Ist halt einfach kein echter Streamer. Echter Streamer hätte sich die schon abmachen lassen und verkauft. Für eine bessere Facecam. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Ein Cameo, Marco. Wie man aber auch wirklich nur deine Hose sieht. Marco besteht nur aus Beinen, das ist das Geheimnis. Ja, gut, zum neuen PC. Yay!
So, nun ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Irgendwie von hier? Das ist einfach zu lange her. Ich dachte, ich könnte mich voll gut erinnern. Nee, nicht von hier. Uns fehlt halt noch eine Kugel. Was mache ich denn mit dir? Nee, nicht locker machen. Y, oder? Es war Y, mit dem ich ziehe. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Yay. Da haben wir ja die Kugel. Tini will kein Phasmo mehr spielen. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Was wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthurs? Wie hieß das Ding noch gleich? Rein als Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Yay, ab geht's. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Hörst du bitte auch meine Freunde zu verlieren? Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Den oberen Weg nehmen. Aber dann kommen wir nach Japan. Yay! Ich liebe die Japan-Level. Gefallen ist, vielleicht haben wir ja Glück.
Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Was geht dich das an? Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht zu blöd, das verdammte Seil festzuhalten. Es war das? Ich weiß nicht, wie sie ohne Seil hier runtergekommen ist, über diese glitschigen Felsen und... Du würdest mit einem Geist. GG. Wenn er sich nicht angepieselt hat. Wie die nicht sterben, ist halt wirklich so. Dank der Seil kann ich hochklettern, ja? Gott, diese Dunkelheit. Okay, da ist das Loch. Jenny, wegen Phasma können wir gegebenenfalls mal einen Termin oder so wieder ausmachen. Yay! Und je nachdem, ob Joni Bock hat oder nicht, können da auch Max oder Moody bestimmt einspringen. Yay! Viel Spaß beim Gassi gehen mit Jana. Ich dachte, Jana wäre stubenrein. An den Geist. Ich bin die Erste, die stirbt. Ich bin eh immer die Erste, die stirbt. Was ist denn das Kacks? Wo muss ich jetzt hin? Die größte Schwierigkeit aktuell ist, dass ich nichts sehe, was ein bisschen im Dunkeln liegt. Wir brauchen eben beide unseren Auslauf und viel Bewegung. Yay! Den Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Ich höre hier eben einen Jaguar. Anaya noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Also wir haben hier kein Ausgangsverbot. Wo ballerst du hin? Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt.
Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sip? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toho Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Bestes Level incoming. Einfach nur. Im Hotel Gulag. Hotel Klurak. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Bestes Outfit. Und ich weiß, dass Gulag ein Knast ist, Melly. Es klingt trotzdem wie Klurak. Zu erwarten. Yay, bestes Outfit ever in einem Spiel. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ein gutes Outfit. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Das würde natürlich niemals so halten. Ohne dass er irgendwo eine Befestigung ist. Mit der Menge an Brust. Hat er fix. Hier? Ich dachte hier. Upsi. Hallöchen, Lumilein. Yay. Am Ende der Halle. Ja, da war ich doch gerade eben. Hätte ich da was drücken müssen? Nö. Bis dann, Ragun. Und Hallöchen, Lumilein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, dass ich dich begrüßt habe. Weil ich ja irgendwie einen Abbruch offenbarte. Und ich weiß nicht, wieso es hier nicht weitergeht. Ich dachte, am Ende der Halle wäre halt da... Ah, da ist noch so ein Gang. Okay, zweiter Gang. Yay, danke für den Follow und Lumilein. Hallo Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo Tanoshinde imas Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück.
Nun. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Korose! Imasuyere! Und dann mit den Klamotten! Und reingebamst. Yay! So sieht das gerade immer noch viel geiler aus, tatsächlich. Ach, da seid ihr hübschen. Ja, moin. Ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Die Lobby ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Aber Vorsicht, oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Geil, Nuggets. Aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich habe auch Hunger. Ich will auch Nuggets. Nishimura hat mir den Kuchen. Aber heute muss ich kochen. Obwohl ich keine Lust habe. Schnitzel. Ich habe trotzdem keine Lust. Nuggets-Nagel. Absolutes Lieblingslevel in dem Teil. Nützle! Immerhin. Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Ja, das drückt gerade meine Verwirrung sehr gut aus. Nein, es ist halt komplett dunkel. Nie Coffee. Coffee-Fee. No. Siehst du das Gebäude gegenüber? Melly ist die Kaffeefee. Er muss im obersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Dafür schickt ihr Nishimura eine Rechnung. Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. Ich fand damals, dass es mega beeindruckend aussieht. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, sieht man halt voll, dass es eigentlich nur Fotos im Hintergrund sind. Warum steht da der Eiffelturm? Ich weiß, das ist nicht der Eiffelturm. Machen wir erstmal
frei, damit wir reinkommen. Hier gab es nichts, oder? Hier kann man einfach so rumklettern. Okay, mit dem Kackkarton kann ich nichts anstellen, den kann ich nicht zerstören. Da haben wir ein Silver Secret. Yay! Bronzebutter, yay! Ich finde die Butterstatuen voll süß als Secret tatsächlich. Speichern habe ich vor erstmal. War doch nix. Mit diesem Motorrad wohl kaum. Die Antwort finde ich so geil. Mit diesem Motorrad wohl kaum. Okay. Da hinten liegt, glaube ich, was in der Kiste. Porzellan. Die Dunkelheit ist nicht so mein Freund gerade. Hi. Springen. Witzig. Endlich die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Sorry, Laura. Wir sind jetzt still. Ich finde die beiden voll cool und voll süß. Sip und Alistair. Du bist doch düster, Mädchen. Ja, düster ist nicht dunkel. Jenny. Ich müsste schon sehen, wo es weitergeht. Was ist ein Geier? Nee, von der Seite mache ich dann nichts. Muss ich darüber?
Sieht aber falsch aus, ehrlich gesagt. Ach Gott, die habe ich nicht gesehen. Im Kackdunkeln halt einfach mal das Seil nicht sehen. Bestimmt ganz großes Kino. Oh Gott. Okay, ich muss jetzt sehr nah an diesen Bildschirm. Was? Ach du. Kann ich dich abschießen? Oder muss ich mich ja nicht dranhängen? Ich hänge mich ja nicht dran. Oh, du solltest doch nicht springen. Du solltest einfach nur das Seil loslassen, Lara. Wieso muss ich eigentlich immer springen, wenn die das Seil loslässt? Wer kam auf die Idee, das auf dieselbe Taste zu legen? Ja, super. Okay, mit X geht's offenbar auch. Dass ich es sein loslässt. Das hat mich halt in Legend schon immer gestört. Im Vergleich zu den Klassik-Teilen. Gefühlt kann sie nur einen Mäusefurz weit springen. Und schaut euch mal an, wie weit sie in den klassischen Teilen springen kann. Was sind das eigentlich für Hunde? Was sollen das für Rassen sein? Das sehen aus wie kleine Schweinchen. Thank you.
dann sollten wir das einfach ändern. Mama. Vielleicht kommt Markus Lieblingsstellung. Früh genug. Es gibt immer einen Weg, Sid. Die Waffe gefällt mir doch besser. Schöne Schrotflinte. Wobei ich hier eh meistens die Pistolen benutze. Das ist zu weit weg. Die schönen Monitore, no. Nicht sogar meins. Yay! Wieso finde ich eigentlich keine Medipacks mehr? Bitte, nein, nie wieder. Nie wieder. Hängt da was? Ich glaube, da ist ein Gitter. Wir ahnen ein Gitter im Schatten. Okay, die Kiste. Das ist keine Kiste. Ich wollte gerade schon sagen, die Kiste können wir nicht zerstören.
keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Ach ja, müssen wir jetzt zurückspringen. Ich finde es übrigens, dass es voll niedlich aussieht. Wie sie da am Seil hochhoppelt. Und in die Panik, Jungs. Alles gut. Ja, glänzt so schön. Die hat sich extra nochmal eingeölt, damit sie noch besser hoppeln kann. Wieso die Kunstgegenstände? Waren bestimmt eh alles nur Fälschungen. Hier bekomme ich jetzt plötzlich wieder ein Medipack. Wo? Wo? Oben? Bestimmt oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Lol, hi! Danke für das Medipack vorbeibringen. Hiermit nicht. Das sind doch bestimmt Türen. Okay, Türen. Noch was Schöneres. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Danke, Kügelchen. Geschafft, bist du schwer verletzt? Halb so schlimm, aber das mache ich nie wieder. Mhm. Du musst halt später einfach nochmal zurück auf demselben Weg. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich, keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird sie noch umbringen. Da! Ich wollte gerade eigentlich meine Webcam ein bisschen hochschieben. Weil die den Chat bedeckt. No! Wie sie aber keine Rücksicht auf Streamer nehmen, finde ich nicht gut. Bösen Gangster. Okay, Takamoto ist entkommen. Was jetzt? Wir folgen ihm. So, habe ich einen Moment Zeit, dann schiebe ich hoch. Ups, das war das Falsche. Das soll nicht hoch. Du sollst ein bisschen hoch.
So dürfte ihr reichen. Mit Geduld und Beharrlichkeit. Und einem goldenen Drachen zu Hilfe. Ich bin froh, dass ich keine Granate geworfen habe, wie andere Herren. Ja, Waffen. Ganz viele, die ich nicht gebrauchen kann. Warst du nicht auch ein Schätzchen? Konnte man dich nicht nur an einer bestimmten Stelle runterschieben? Yay, Gold Secret. Mit 3 Geduld. Ich muss den Marco in mir entdecken, sonst klappt das nicht mit dem 3 sagen. Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam. Denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein, deshalb! Erstmal wieder alles anschalten. Ihre Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Ja, wahrscheinlich. Was ist jetzt? Noch nicht ganz, bin noch immer neugierig. Ich dachte, hinter den Statuen bin ich sicher. Nun. Offensichtlich nicht. Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Das Artefakt gehört hier. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie ich ein Ziel anvisieren kann. Hauptsache, ich spreng mich selbst in die Luft. Auch gut. Ihre Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung.
Eben ging es doch, dass ich Tunnel durchrollen kann. Was ist denn euer fucking Problem? Ja, zumindest drüber springen geht. Ja, GG. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Draußen wartet nicht im Helikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meiner. Schön, dass man euch beide nicht sieht. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespürt. Willst du auch gerne? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Nun, easy Bosskampf. Erstmal speichern. Leider ist Japan einfach viel zu kurz, verglichen zu mit anderen Leveln. Zum Beispiel Ghana, was ich nicht mag. Ich würde sagen, ich beende den Stream für heute mal. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Mit Tomb Raider geht's weiter am Sonntag um 12. Morgen geht's weiter um 18 Uhr mit Kingdom Hearts, Chain of Memories. Und ja. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Und wahrscheinlich sehen wir uns, die meisten hören oder lesen uns zumindest später bei Markoline nochmal. Ab 16 Uhr. Bis dann.